So, dann geht es auch schon weiter nach einer kurzen Pause, die euch nicht aufgefallen ist. Vielleicht. Mit der Planlosigkeit in Klötzchenform namens Minecraft. Oh, ich sehe gerade, die Framerate ist jenseits von Gut und Böse angekommen. Ach, ich muss hier wahrscheinlich doch nochmal ran. Ach ja. Wie schön ist es denn? Was geht denn alles? Faster. Animations. Ja. Nee, Details. Nee, wo war das? Da war das. Genau, die schalten wir aus. Vielleicht. Wir warten noch darauf, dass es passiert. So. Mal gucken, ob das schon reicht. Jenseits von Gut und Böse die Framerate. Ach ja, nee. Dann müssen wir es doch anders machen. So. Hoffen wir mal, dass die Framerate sich stabilisiert. Auf einem angenehmen Niveau. Aber wir gehen erstmal pennen. Und gepennt wird bekanntlich nachts. Jetzt wüsste ich allerdings, warum sie nicht wieder hochgeht, die blöde Framerate. Richtig komisch. Aber ich habe mir ja was vorgenommen. Unser Zoo ist ja noch nicht komplett. Wir brauchen noch Schafe. Das heißt, wir brauchen Weizen. Also erstmal brauchen wir Weizen. So, Samen haben wir 64. Ergo könnten wir jetzt erstmal mit unseren Eimerchen dafür sorgen, dass wir damit auch was anfangen können. Naja, jetzt ist es doch besser. Die Framerate. Ja, geht alles wieder. Und bevor wir uns weiter in die Untiefen der Welt aufmachen, sorgen wir jetzt erstmal dafür, dass wir unsere Tiere auch ordentlich versorgt kriegen. Und auch bevor das geheime Geheimprojekt, für das man ganz viel Sand braucht, startet. So sieht das nämlich aus. Jetzt wüsste ich doch gerne mal, wo dran meine Framerate knabbert. Ist vielleicht doch einfach nur das. Ja, das ist das. Ach, nee. Gut, auf jeden Fall bietet sich ja dieser Hügel, Hang, whatever, an, eigentlich, um hier mal richtig konkret Ackerbau zu betreiben. Und richtig konkret Ackerbau betreibt man ja in Minecraft in Form einer automatischen Farming-Anlage, die wir hier jetzt einfach mal daneben bauen. Weil passt ja gerade so schön, ne? Naja, jedenfalls passt es. Fast. Ah, Nase krabbelt. So, wie weit fließt das Wasser? Es fließt ein bisschen weit. Ich glaube, so komplett automatisieren können wir es noch gar nicht. Wir haben noch nicht genügend Redstone, um genügend Pistons zu generieren. Fällt mir dabei gerade auf. Dann machen wir es halbautomatisch. Ah, eine weiße Kuh. Wir müssen erstmal hier irgendwie ein Gebiet finden, was groß genug ist, um... Ach, ist das hier hübsch. Ah, und ein Huhn, was platscht. Da geht es weiter in den Dschungel. Naja, da wollen wir erstmal nicht hin. Das hier sieht auch sehr interessant aus. Naja. Genug darüber nachgedacht, was interessant aussehen könnte oder was interessant aussieht. Ich würde mal sagen, wir fangen hier einfach erstmal an. Ja. Bei intensiver Landwirtschaft wird die Sache eher eckig, dass sie natürlich daherkommt.
Also sorgen wir hier einfach mal für intensivste Landwirtschaft. Das ist schon wieder passiert. Irgendwie hängen die Tasten hier nach. Ich weiß noch nicht so ganz, woran es liegt. Das habe ich auch nicht immer, aber manchmal. So. Und wir machen es hier jetzt mal ein bisschen gerader, die Geschichte. Und hier haben wir ja schon Wasser. Mann, den See habe ich ja vollkommen vergessen gehabt. Das heißt. Wir könnten noch jetzt eigentlich so. Ja, genau. Das hat sich selber korrigiert. Das ist gut. Und noch jetzt hier um diesen See herum. Mal die Erde ein bisschen abtragen, sodass es einigermaßen natürlich noch daherkommt. Verpasst mal den Event des Hochhebens des Fingers. Tja, wie war das mit dem Rechner, der eigentlich ja noch ausreicht, ne? Da haben wir wieder so einen konkreten Fall von eigentlich. So. Und warum haue ich jetzt hier so viel Dirt weg? Ganz einfach, weil ich ihn noch brauchen werde. So. Um hier das so auszubauen, wie ich das gerne hätte. Aber vor allem will ich jetzt erstmal hier diesen Erdhügel ein wenig kleiner machen. Damit fangen wir nämlich an mit diesem kleineren Erdhügel. Vor allem mit diesem Teich hier, den ich ja gerade ein bisschen freilege. So ein bisschen eine Erdkuhle war. Und von diesem Teich aus wird es einen Wasserlauf geben. Einen Wasserlauf zu unseren Feldern. Deswegen machen wir hier gerade mal ein bisschen großzügig die Erde weg. Weil dann wirkt die Sache ein wenig natürlicher. So natürlich es auch nur wirken kann, wenn alles nur aus Plätzchen besteht. Ne? Das sei ja immer mal dazu gesagt. So. Tja, und wir hören immer noch Felix J.D. mit seinem Album. Da ist es weggescrollt, da steht es noch. I love house. Nein, you love house. I love house ist dann eine persönliche Wertung, die ich an dieser Stelle auch gerne abgebe. Wunderschöne Hausmusik aus Italia. Bella Italia. Aus dem Land der Pasta. Und der Betonschuhe. Na gut. Und für die zwei Frauen, die das hier bestimmt auch gucken. Ach nein, laut YouTube Google Analytics Auswertung guckt das keine einzige Frau. Von daher brauche ich mich da auch nicht so dann aufs Glatteis der schönen Schuhe begeben. Wäre jetzt auch ein bisschen viel am Platz. So. Das sieht doch ganz gut aus. Wir haben den Teich auf jeden Fall freigelegt. Und jetzt bauen wir von diesem Teich aus uns weiter. Dafür reicht's. Doch, es reicht. Schauen wir mal, ob es dann auch noch wirklich reicht. Ich glaube, jetzt baue ich hier gerade so ein fließendes Gewässer draus. An der Stelle. Das wird sich nicht mehr einkriegen. Nee. Es fließt hier alles in die Ecke. Deswegen
tun wir einfach mal was dagegen. Fließen mal ein bisschen dagegen. Ja. Ah ja, zwei Wassereimer haben gereicht, um aus diesem fließenden Gewässer wieder ein stehendes zu machen. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt nämlich, dass wir jetzt hier unsere Erde zum Einsatz bringen können. Nehmen wir denn da in die Hand? Nehmen wir erstmal die in die Hand. So. Nachdem wir uns so viel Mühe gegeben haben hier. Das Wasser wieder gerade zu kriegen. Tun wir alles dafür, dass es nicht so bleibt. Ach nee, hier ist es tiefer. Hier ist es echt tiefer. Das heißt, hier können wir Wasser schöpfen, ohne dass was passiert. Das ist ja toll. Mann. Ohne Strömungen zu hinterlassen, dachte ich. Strömt das hier. Dammit. Naja. Gut, müssen wir jetzt später korrigierend eingreifen. Können wir jetzt erstmal nicht. Auf jeden Fall auf diesen schmalen Stegen wollen wir gleich ein bisschen Ackerbau betreiben. Gut umspült soll es dann weitergehen mit dem Wasser. Aber ich habe ja zwei Wassereimer, das heißt, ich könnte jetzt hier glatt nochmal einen unendlichen Brunnen generieren. Damit probieren hier diese Wasserströmung hier vorne durch Zuschütten von Wasser. Ne, das hilft nicht zu korrigieren, aber wir müssen sowieso erstmal wieder zurück zum Haupthaus. Unseren Viechern geht es immer noch gut, die können wir gleich nochmal mähren. Aber vorher müssen wir erstmal nach Hause. Weil es ist ja schon wieder Nacht. Und in der Nacht sollte man einfach nicht draußen rumlaufen. Jedenfalls nicht im Minecraft-Land. Weil da kommen nur böse Viecher. So. Eine Sprintdistanz hinter uns gemacht. Ja, dort können wir behalten. Die Blumen schmeißen wir nochmal in die Kiste. So, sonst sieht ja alles ganz gut aus. Und wenn es ganz gut aussieht, ist es ja auch ganz gut. So, fröhlich gepennt. Njam, njam, njam. Ah. Ich vergesse ja immer, dass ich jetzt dieses Auto-Refill-Feature habe. Das ist toll. So, ja, unser kleiner Ackerbau hier, naja, brauchen wir nicht mehr aufbauen. Machen das einfach da hinten und da hinten werden wir uns auch gleich noch ein Hütchen hinstellen, damit wir nicht immer hier so weit latschen müssen, wobei dieser Tunnel sehr schön ist. Dieser Tunnel ist wirklich hübsch geworden. Und es fehlt immer noch ein bisschen an Efeu und so. Naja, naja, alles was man so braucht für so einen Tunnel, ne? Na? Ja, euch geht's gut. Das wollte ich ja nur hören. Und das heißt, tja, was heißt es denn? Ich hätte mir zum Beispiel meine Hoe mitbringen können. Meine Gartenhacke. Aber stattdessen laufe ich hier planlos durch die Gegend, suche mein Crafting Table, den ich auch noch mit mir trage. Also können wir ihn auch einfach mal aufstellen. Was soll der Geiz? So, stellen wir ihn da hin. Und bauen uns nochmal so ein Häkchen hier. So.
So. Na, sieht doch schon sehr gut aus von der Farbe her. Strömung des Wassers da vorne ist nicht so prickelnd, aber da werden wir uns auch gleich mal was einfallen lassen. Damit es uns nicht mehr ganz so sehr tangiert. Auf jeden Fall heißt es nun erstmal, seht aus, was ihr gesammelt habt. Nö. So, und warum schleiche ich? Ich schleiche, damit ich die Felder nicht gleich wieder kaputt trampel. So, aber das hier sollte dann durchaus ausreichen, um eine gehörige Menge an Weizen zu generieren. Das war Weizen. An Korn. Ja, ist ja einfach Korn. Ach nee. So einfach fixe ich das hier. Ah ja, okay. Und das ist dann so. Alles klar. Gut, 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 gut. Aber das hier muss ich ein bisschen anders machen. Ich muss das hier auffüllen. Weil sonst bin ich wieder am Tauchen. Hier zu ernten, und das muss ja nicht sein. Tauchen zum Ernten ist doof. Wir brauchen auch noch diese Seerosenblätter, die sind eigentlich im Sumpf zu Hause, also will ich mal sagen, geht's gleich in den nächsten Sumpf, nachdem wir auch dieses Gewässer hier an Natürlichkeit ein bisschen noch gesteigert haben. Wir machen es mal quadratisch. Die natürlichste Form in Minecraft. Das Quadrat. Das heißt, ich kann eigentlich auch die Felder noch ein Stückchen verlängern. Mache ich das auch gleich mal. So. Und ansonsten bleibt mir nur wieder die Aufforderung, wenn euch noch was einfällt. Also ich habe ja schon wieder was gelesen. Danke dafür an Magge Kaffeetasse. Und zwar zwei kaputte Werkzeuge ergeben ein Ganzes. Weil ich behauptet hatte, dass man hier ja gar keine Werkzeuge reparieren kann, aber anscheinend ist das auch vorgesehen. Diese Funktionalität gibt es, ich habe sie nur noch nie genutzt. So ist es mit so vielen Sachen in diesem Minecraft. Das gibt es schon seit Jahr und Tag und man hat es noch nie probiert. Und auch dazu soll dieses Let's Play-Ding dienen, ein paar Dinge einfach auch mal zu probieren. Weil man jetzt auch mal die Zeit dafür hat. Sie zu genießen. Die kleinen Dinge des Lebens. So. Probieren wir das jetzt wieder. Zuck. Ach, so schön. Ein Wassereimer und dann zieht sich das Ding glatt. Das ist toll. So. Und hier sitzen wir jetzt auch nochmal. Wenn ich dort... Weg, weg. Wo ist meine... Oh. Na, ich habe sie schon wieder ganz beiseite gelegt. Ein bisschen zu früh gedacht. Aber ja, der Teich ist nicht mehr da. Stattdessen gibt es nur noch quadratische Felder. So. Ein quadratisches Feld. Das müssen wir jetzt gleich nochmal... weiter ausgestalten. Weil, wie ich eben schon gesagt hatte, wir brauchen noch Teichrosenblätter. Diesen Trick, ich weiß nicht, wo Gronkh ihn her hat. Ich habe ihn bei Gronkh gesehen und ich fand es relativ gut, die Idee. Also, weil das ist halt so die natürlichste Art und Weise, wie man das hier machen kann. Überhaupt. Weil sie bilden ja eine Wasseroberfläche, also auf der Wasseroberfläche schwimmen, bilden sie eine Möglichkeit, übers Wasser zu laufen, ohne das Wasser darunter zu sehr, ach, da sind auch schon welche, das Wasser darunter zu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Und das ist gut so. Und da das total toll ist, nutzen wir diese Möglichkeit. Ich hoffe, ja, das geht.
weiß nicht, ob man die auch mehren kann oder muss man die jetzt komplett sammeln. Kann man die auch züchten? Diese Teichrosenblätter? Ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen. Ich wüsste nicht wie. Müsste ich jetzt wieder ins Wiki gucken oder so, habe ich gerade keine Lust. Deswegen begeben wir uns jetzt einfach mal hier in den Sumpf und holen uns mal ein paar von den Diggern. Kommt ja auch nicht weit zurück. Es ist noch mitten am Tag, oder? Ja, fast High Noon. Geht schon ein bisschen Richtung Abend. Deswegen auch in diesen eher düsteren Farben hier im Sumpf. Mit dem Brackwasser, in dem wir uns gerade tummeln. Sollte es möglich sein. Das, was wir brauchen, zu sammeln. Ja, sieht doch ganz gut aus. Also ein, zwei Reihen schaffen wir damit schon. Der Menge an Blättern, die wir jetzt hier schon haben. Boah, die sinken aber ganz schnell nach unten. Sie züchten kann. Ist dann noch die Frage für uns? Ich glaube, da bleibt uns erstmal nur das Sammeln. Bis zur Offenlegung neuer Tatsachen in den Kommentaren von euch. Vielleicht habe ich ja mit meiner Aktion hier auch mal recht, dass man sie sammeln muss. Aber ja, die Spawnrate hier ist jetzt nicht so schlecht, dass es gar nicht geht. Ganz vernünftig aus. Ob es reicht, um alle Gänge damit abzudecken, das wage ich noch zu bezweifeln, aber wir haben dann so immerhin schon einen schönen Weg zwischen den einzelnen Feldreihen. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Ach ja, und die Musik ist immer noch sehr schön, die uns da aus Italien kredenzt wurde. So, wie viele haben wir jetzt? 41. Das reicht für 2-3 Reihen wahrscheinlich nur. Aber hier sind ja auch noch ein paar schönen Seerosenblättern. Wir brauchen sie alle. Spawnrate ist jetzt nicht so weit unten, dass es problematisch wäre, muss ich jetzt ernsthaft mal zugeben. Das kriegt man schon hin. Wenn ich an diesen dann an einem anderen Tag, ich glaube, ich sollte so langsam mal, ja, ich sollte so langsam mal den Rückweg antreten. Ach, da war ein kleines Gewitter eben gerade zu sehen. Ein Grabgewitter. Auch noch ganz schön viele. Spawnrate ist so weit oben, dass es eigentlich kein Problem ist. Also die... Ich weiß nicht, ob dieser Terminus hier auch gilt. Also die Anzahl der Blätter, die man hier so finden kann, ist hoch genug. Dass es unproblematisch sein sollte. Genügend zu finden, um das, was wir vorhaben, durchzuführen. So, und es ist schon wieder Nacht geworden. Damit uns kein Vieh in den Hintern beißt, gehen wir jetzt erstmal nach Hause, ganz fix.